Hallo, liebe Zuschauer auf YouTube. Hier ein weiterer Teil meiner Videos. Jetzt gerade sind Didi und ich am Strand in Puerto del Carmen. Ein enorm großer Strand, ein riesiger Strand und kaum was los. So muss es sein. Das Meer ist unheimlich angenehm. Nicht unheimlich, aber angenehm, sehr angenehm. Und ich will jetzt mal den Test probieren, ob die Kamera wasserdicht ist. Das weiß ich nicht. Mein Kumpel ist schon im Wasser. Wir probieren das jetzt mal aus, ob die Kamera wirklich das hält, was sie verspricht. Wir gehen jetzt mal unter Wasser. Oh, bitte, 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 lass die Kamera dicht sein. Ich kann sagen, hoffentlich machst du jetzt nicht 430 Euro kaputt. Ob ich 430 Euro kaputt mache, das werden wir jetzt sehen. Ich muss ein bisschen tiefer rein. Tschüss! Jawohl, scheint dicht zu sein. Das ist mal schön, wenn das Wasser reinläuft. Wenn er das Wasser austropft, oder? Ja. Was ich gut finde hier, hier hat es keine Viecher. Also keine Mucke, kein. Nein, nix, nix. Normalerweise überall, wo Wasser oder so ist, kaum streckst einen Millimeter Haut raus, hast ständig um dich rum. Ja, das ist dann im Schwarzwald so. Egal, ganz wo. Extrem. Aber ich glaube, Atlantik ist besser, wenn du jetzt irgendwo bist, hast du es auch ein bisschen mehr wie hier. Ja. Und vor allem, wer zuerst erfroren ist. Erfroren. Ja, was meinst du, wie kalt es da draußen ist? Hier spricht wieder ein Albstädter, bei dem 8 Monate des Jahres nur aus Winter besteht. 2 Monate aus Frühling, 1,5 Monate aus Herbst. Und einen halben Monat aus Sommer und dann sind es dann 24, 25 Grad und dann fangen die Albstädter schon an zu schwitzen und zu jammern. Ey, so heiß! Ja? Und dann hier rumjammern in einem Meer, wo hier 26 Grad warm hat. So eine Pussy. Ich zeige euch jetzt mal diese Pussy, liebe Zuschauer auf YouTube, das müsst ihr mal gesehen haben. Hier, ich präsentiere die Pussy. Bis später.